Geheimnisse in Untertürkheim. Neuer Typ bei Daimler-Benz. Kein Zweifel, ein neuer Mercedes. Wie wird er aussehen? Was wird er kosten? Wann geht er in Serie? Schlagzeilen, Vermutungen, Dementis. Es ist das immer wieder neu geübte Versteckspiel zwischen Werk und Öffentlichkeit, wenn ein R-König gesichtet wird. Aber nicht jede Tarnkarosserie verbirgt einen neuen Typ. Oft geht es nur um Einzelerprobungen. Doch bleiben wir für dieses Mal bei der Entwicklung eines neuen Modells. Enorme wissenschaftliche und technische Vorarbeiten sind notwendig, bis es endlich in Serie gehen kann. Wenn Daimler-Benz, die älteste Automobilfabrik der Welt, einen neuen Typ auf den Markt bringt, dann ist er das Produkt einer in zahllosen Versuchsreihen geprüften, ausgereiften Konstruktion. Jeder neue Mercedes-Benz ist das jeweils letzte, perfekteste Glied in der langen Kette von Automobiltypen, die Daimler-Benz seit mehr als einem Dreivierteljahrhundert stets nach dem gleichen Prinzip entwickelt. Nämlich dem Streben nach einem Optimum an Fahrsicherheit, Fahrkomfort und funktioneller Eleganz. Jedes Mercedes-Benz-Modell war zu seiner Zeit ein gutes Beispiel dessen, was die Technik zu leisten vermochte. Und es war immer dem Formgefühl und Komfortanspruch dieser Zeit angepasst. Dabei vollzog sich die Entwicklung eines neuen Typs bei Daimler-Benz nie sprunghaft. Ein Typ entstand organisch aus dem vorhergegangenen und jeder trug schon den Keim der nächsten Verbesserungsmöglichkeit in sich. Jahre bevor ein neuer Typ in Serie geht, arbeiten die Ingenieure schon an seiner Vorbereitung und Verwirklichung. Ihre geistigen Fähigkeiten lassen ein Auto entstehen, das alle Erwartungen erfüllt, wie der Name Mercedes-Benz von ihm verlangt. Elektronische Rechenanlagen liefern in kürzester Zeit die wichtigsten technischen Werte. Sie bilden die Grundlage der Entwicklungsarbeit. Nicht selten wird ein projektiertes Fahrzeugteil gar nicht erst gebaut und erprobt, weil sich schon hier im Rechenzentrum erweist, dass seine Eigenschaften nicht den Erwartungen entsprechen würden. Selbst das Fahrverhalten des geplanten Wagens lässt sich aufgrund der eingespeisten technischen Werte annähernd darstellen. Erst wenn es über die funktionelle Richtigkeit aller Einzelwerte kaum noch Zweifel gibt, werden Fahrwerk, Triebwerk und Aufbauteile gefertigt und erprobt. Gewaltige Investitionen waren notwendig, um allein die Anlagen für die verschiedensten Arten von Dauererprobungen zu schaffen. Bau- und Fahrerprobung dieser Versuchswagen folgen. Erst kurz vor der Serienfertigung ist der Kostümwechsel fällig. Der neue 250S. Vielleicht fehlt ihm in dieser Umgebung noch der letzte Glanz. Bitte sehr, dem ist abzuhelfen. Wir sagten es schon, es sind drei Richtlinien, nach denen Daimler-Benz seine Automobile entwickelt. Erstens die Fahrsicherheit. Hauptkriterium für jedermann. Besonders aber für den schnellen, sportlichen Fahrer. Zweitens der Fahrkomfort, ebenfalls von allen geschätzt. Besonders annehmlich aber für den, der Ausstattung, Bequemlichkeit und ruhiges Fahrverhalten der sportlichen Note vorzieht.
Drittens das Exterieur des Wagens. Gesichtspunkt für viele Fahrer, besonders aber für die Dame, an die wir uns in den Fragen des Geschmacks gerne wenden. Wie bestimmend diese drei Grundprinzipien für die Arbeit unserer Versuchsabteilungen im Einzelnen sind, wollen wir Ihnen in einigen Ausschnitten aus dem umfangreichen Aufgabengebiet schildern. Fahrsicherheit. Für unsere Konstrukteure bedeutet das, den Wagen technisch so perfekt wie möglich zu gestalten. Er muss jeder Verkehrssituation in souveräner Weise gewachsen sein. Fahrwerk, Triebwerk und Karosserie müssen eine Einheit bilden, die auch härtesten Beanspruchungen standhält. Beginnen wir mit dem Fahrwerk. Auf der Versuchsbahn erlebt es seine erste praktische Erprobung. Hier wird getestet, wie der Wagen bei hoher Geschwindigkeit, hier bei 120 km in der Stunde, extreme Lenk- und Ausweichmanöver ausführt. Es kommt dabei auf die exakte Seitenführung der Räder an, auf geringe Kurvenneigung und eine präzise Wirkung der Lenkung. Vor dem Fahrversuch haben wir sie schon auf dem Prüfstand getestet. Erschütterungen, wie sie auf der Straße nur in extremen Fällen auftreten, wirken hier in stetem Wechsel mit normaler Fahrbelastung auf die Lenkelemente ein. Hier geht es um die Funktionsprüfung der Achsen und der Radaufhängung. Was sich hier bewährt, wird sie auch auf der Straße nicht im Stich lassen. Auch dem Rad- und Achsentest gehen Erprobungen auf dem Prüfstand voraus. Das Profil dieser Prüfrolle ist von einem holprigen Heidepfad abgegossen. So legen die Aggregate rastlos tausende von Kilometern schlechtester Strecke zurück, ohne dass die Messungen durch Wettereinflüsse beeinträchtigt werden. Erprobung der Federung. Die Versuchsbahn ist gespickt mit Bodenwellen und Schlaglöchern, wie sie derartig massiert auf normalen Straßen kaum anzutreffen sind. Auch für die Federungselemente gibt es eine ganze Batterie von Prüfständen. Jedes einzelne Element wird darauf ebenso eingehend erprobt wie das Zusammenspiel des gesamten Systems. Schraubenfedern, Torsionsfedern und Gummizusatzfedern müssen harmonisch aufeinander abgestimmt sein. Das Ergebnis? Komfortable Federung bei ausgezeichneter Straßenlage. Zum Federungssystem dieses neuen Typs gehört noch eine Besonderheit, die hydropneumatische Ausgleichsfeder. Eine Einrichtung, die wir auch für den Einbau in alle anderen Mercedes-Benz-Modelle konstruiert haben. Lassen Sie uns bei diesem Test einmal die Wirkungsweise dieser Einrichtung betrachten. Der Kofferraum des Wagens wird dabei so stark belastet, wie es in der Praxis eigentlich kaum vorkommen dürfte. Die Folge ist, dass der Wagen am Heck extrem tief liegt und vorne entsprechend hoch steht. Die an der Pendelachse eingebaute hydropneumatische Ausgleichsfeder pumpt sich nach kurzer Fahrt auf und bringt den Wagen wieder in seine Normallage. Und um die Gewichtigkeit dieses Tests zu unterstreichen, mit 5 Zentnern Sand war der Kofferraum bei diesem Versuch beladen. Auf der sogenannten Rutschplatte der Versuchsbahn testen wir das Eigenlenkverhalten des Wagens und die Reifen. Je höhere Geschwindigkeiten bei einem bestimmten Kreisdurchmesser gefahren werden können, ohne dass der Wagen ausbricht, desto zuverlässiger ist seine Straßenhaftung. Auch das Verhalten der Reifen wird bei diesen Fahrversuchen sorgfältig beobachtet. Exakte Messwerte werden am Reifenprüfstand gewonnen. Hier wird der Reifen auf sein Verhalten bei Höchstgeschwindigkeiten geprüft. Aus den Messergebnissen von Luftdruck und Temperatur ziehen wir Rückschlüsse auf den Walkvorgang und die Schnelllauftüchtigkeit des Reifens. Ebenso wichtig ist die dynamische Gleichförmigkeit, die hier überprüft wird.
Seitenwindtest. 16 Schachtlüftermotoren mit je 45 Kilowatt Nennleistung erzeugen Windgeschwindigkeiten bis zu 20 Metern in der Sekunde. Das entspricht etwa Windstärke 9. Das ist Sturm, der Dächer abdecken kann. Durch diese gewaltige Böe schicken wir unsere Wagen, prüfen ihre aerodynamischen Eigenschaften und das Verhalten des Fahrwerks. Immer noch Thema Fahrsicherheit. Ein wichtiger Punkt, die Bremsen. Bevor wir auf ihre Konstruktionsmerkmale eingehen, wollen wir uns einmal von ihrer Wirksamkeit überzeugen. Der Erprobung der Bremsen gilt die besondere Gewissenhaftigkeit unserer Versuchsfahrer. Spezialinstrumente liefern exakte Messergebnisse über die Drücke im Bremssystem und die damit erreichbare Verzögerung, die Gleichmäßigkeit der Bremsung sowie die Temperaturen der Beläge und Bremsscheiben. Ein entscheidender Fortschritt in der Entwicklung der Zweikreisbremsanlage ist der Bremskraftregler. Ein Regelventil, das die Verteilung der Bremskraft zwischen vorderem und hinterem Bremskreis bestimmt. Damit wird der hohen dynamischen Belastung der Vorderachse Rechnung getragen, gleichzeitig aber das gefährliche Überbremsen der Hinterräder verhindert. Als besonders leistungsfähig erweist sich das System der Vierradscheibenbremse auch bei Dauerbremsungen. Selbst bei höchster Wärmeentwicklung lässt die Bremswirkung kaum nach. Teil der Fahrsicherheit ist die Fahrleistung, speziell die Beschleunigung. Sie ist bei unseren Wagen, besonders beim 250 SE, beachtlich. Von 0 auf 100 Kilometer in der Stunde, 11,8 Sekunden. Ergebnis der Entwicklungsarbeit in unserer Versuchsabteilung für Triebwerke. Sie gilt in der Grundlage den Motoren aller unserer Typen. Für den 250 S und SE galten folgende Auflagen. Vergrößerung des Hubraums der Sechszylindermaschine auf 2,5 Liter. Erhöhung der Motorleistung bis 150 PS. Höchstgeschwindigkeit bis 190 Kilometer pro Stunde. Weitere technische Merkmale: 2 Registerfallstromvergaser beim 250 S, Einspritzanlage beim 250 SE. 7-fach gelagerte Kurbelwelle für günstiges Schwingungs- und Geräuschverhalten und lange Lebensdauer. Ergebnis: ein überaus kraftvoller und doch seidenweich laufender Motor. Hohe Fahrleistung bei günstigen Verbrauchswerten. Sicherheit in der Fahrleistung. So sieht sie in der Praxis aus. Der Motor ist da, wenn man ihn braucht, sofort. Aber auch an maximale Sicherheit bei Unfällen haben wir gedacht. So haben wir den Fahrgastraum besonders formstabil gebaut. Nachgiebig und energieverzehrend wurden dagegen Vorderteil und Heck konstruiert. Zahlreiche Überschlag- und Aufprallversuche und viele tatsächliche Unfälle aus dem Alltag des Straßenverkehrs haben bewiesen, dass diese Konstruktion richtig ist. Die Dachkonstruktion übersteht auch einen sehr harten Aufschlag ohne nennenswerte Deformierung. Die Türen bleiben geschlossen. Auch beim Aufprallversuch verformen sich, wie erwünscht, nur Vorderteil und Heck. Der Fahrgastraum wird nicht deformiert. Die Türen bleiben selbst bei dieser gewaltigen Krafteinwirkung geschlossen, lassen sich aber nach dem Versuch einwandfrei öffnen. Konstruktionsprinzip 2. Fahrkomfort. Weil das angenehme, ruhige und bequeme Fahren in einem Mercedes-Benz kaum ermüdet, wird auch der Fahrkomfort zu einem Faktor der Sicherheit. Vor allem der große Innenraum wirkt angenehm und beruhigend. Man fühlt sich nie eingeengt, ob man nun allein fährt oder in Gesellschaft. Durch den Einbau gebogener Seitenscheiben wurde eine weitere Verbreiterung des Innenraumes bei gleichen Außenmaßen erreicht. Und weil wir gerade bei den Scheiben sind, in konsequenter Fortsetzung der bisherigen Entwicklung sind auch bei diesem Modell die Blickwinkel weiter vergrößert worden, ohne dass die Stabilität der Dachkonstruktion beeinträchtigt wurde. Die Summe der verdeckten seitlichen Blickwinkel beträgt nur noch 13,15% der gesamten Rundumsicht. Also fast 87% freies Blickfeld.
Gute Sicht haben sie auch auf die Instrumente. Sie wurden so angeordnet, dass sie mit einem Blick zu übersehen sind. Thema Fahrkomfort, die Servolenkung. Sie lässt sich spielend leicht handhaben, ohne dass der Kontakt zur Straße verloren geht. Unsere Konstrukteure sind der Ansicht, dass auch das Lenken keinen Kraftaufwand erfordern darf. Weder bei rascher Fahrt, noch bei Rangiermanövern, wie beim Einparken und in ähnlichen Situationen. Die Servolenkung, hier auf dem Dauerprüfstand, wird deshalb auf Wunsch in alle unsere Wagen eingebaut. Wir sind davon überzeugt, dass es vielleicht schon morgen nicht mehr als eine Frage des besonderen Komforts gilt, einen Wagen mit automatischem Getriebe zu fahren. Wir bauen deshalb auch dieses Getriebe auf Wunsch in alle unsere Fahrzeugtypen ein. Aus dem gleichen Grunde haben wir die Entwicklung dieses Aggregats so angelegt, dass es dem mechanischen Getriebe nicht nur hinsichtlich der Bequemlichkeit, sondern auch in der technischen Funktion überlegen ist. Die Schaltungen sind extrem kurz und erfolgen stets in dem für die Beschleunigung des Fahrzeugs günstigsten Moment. Für besonders sportliche Fahrweise lässt sich die Automatik manuell beeinflussen. Die Messwerte auf unseren Prüfständen und die Fahrpraxis haben erwiesen, dass Bequemlichkeit und sportliches Fahren mit diesem Getriebe auf einen Nenner gebracht werden konnten. Was aber, so sagten sich unsere Konstrukteure mit Recht, nützen noch so leichtgängige Bedienungsaggregate, wenn man nicht gut sitzt und dadurch ermüdet? Sie haben deshalb Sitze entworfen, auf denen man stundenlang fahren kann, ohne das Kreuz zu spüren. Sitze mit der orthopädisch richtigen Kontur. Bei diesem Typ lässt sich übrigens außer Lehnenneigung und Sitzabstand auch die Sitzhöhe regulieren. Wichtig für die Entwicklung der Sitze, hier auf dem Dauerfestigkeitsprüfstand, ist neben den Abmessungen und der Druckverteilung vor allem die Abstimmung der Federung auf die Eigenfrequenz des Fahrzeugs einerseits und die des menschlichen Körpers andererseits. Ein ebenfalls wichtiger Bestandteil des Fahrkomforts ist die Laufruhe eines Wagens. Wir haben uns bemüht, die unvermeidlichen Fahrgeräusche auf ein Minimum herunterzudrücken. Mit Erfolg bemüht, wie wir glauben. Denn das ist alles, was selbst bei hoher Geschwindigkeit im Wagen zu hören ist. Eine der Grundlagen für geräuscharmes Fahren ist die Abstimmung der Eigenfrequenzen der Karosserie derart, dass sie von den Erregerfrequenzen der Trieb- und Fahrwerksteile möglichst weit entfernt sind. Unsere Messungen zielen deshalb vor allem auf dieses Ergebnis ab. Da sich die unerwünschten Frequenzen jedoch nicht in allen Bereichen beliebig verändern lassen, muss in vielen Fällen durch Schwingungsdämpfung mittels Gummilagern, Kunststoffteilen und dämpfenden Belägen Abhilfe geschaffen werden. Zur schwingungstechnischen Entwicklungsarbeit gehört auch die Dauerfestigkeitsprüfung der Karosserie. Eine hydraulische Pulsatoranlage leitet dabei an den vier Achsenden Kräfte ein, wie sie bei Fahrten auf unebenen Straßen von den Rädern übertragen werden. Durch zeitliche Konzentration der Kraftwirkung wird die Beanspruchung einer Karosserie über eine Fahrstrecke von ca. 150.000 Kilometern auf eine Prüfstandserprobung von wenigen Tagen zusammengedrängt. Das Wohlbefinden des Fahrers hängt wesentlich auch von der Belüftung ab. Eine gute Belüftungsanlage ist deshalb kein Luxus, sondern schlichte Notwendigkeit. Entsprechende Mühe haben sich unsere Konstrukteure gegeben, das Wageninnere mit genügend Frischluft zu versorgen, ohne dass es zieht. Bei diesem Typ wird die Luftströmung so geführt, dass sie vor dem Austritt über die Heckscheibe streicht und sie dadurch beschlagfrei hält. Den Versuchsingenieuren waren folgende Entwicklungsaufgaben gestellt. Zu erzielende Frischluftumwälzung 5 bis 10 Kubikmeter pro Minute, je nach Fahrgeschwindigkeit. Zu erreichende Heizleistung, Erwärmung des Wageninnenraumes auf plus 20 Grad Celsius, auch bei Außentemperaturen unter minus 20 Grad Celsius. In der Kältekammer unserer Versuchsabteilung wird geprüft, ob diese Werte tatsächlich erreicht werden, beziehungsweise welche Zeit für die Aufheizung gebraucht wird.
Zum Aufgabenbereich dieses Teams gehört außerdem die Prüfung der Kaltstarteigenschaften des Motors und des Verhaltens verschiedener Einzelaggregate und Aufbauteile. So interessiert uns neben der Enteisung der Scheiben auch die Gängigkeit der Türschlösser und Fensterheber bei starker Frosteinwirkung. Dass die technischen Fragen, die wir bisher behandelt haben, für Damen uninteressant sind, glauben wir nicht. Wir sind überzeugt, dass Damen auf Fahrsicherheit und Komfort genauso viel Wert legen wie die Herren der Schöpfung. Allerdings, echt begeistern werden sie sich am Aussehen des Wagens, an seiner Schönheit und Eleganz. Das Bemühen unserer Stilisten um funktionelle Eleganz gilt natürlich genauso der Innenausstattung des Wagens. Unsere Stilisten halten eine ganze Menge von moderner Linienführung. Wenig dagegen von modischen Effekten, von einem fortwährend geänderten Stil des Wagens. So blicken sie auch mit berechtigtem Stolz zurück auf die konsequente Entwicklung der Linienführung unserer Modelle in den letzten 20 Jahren. Vom 170V bis zum 250S. Auch die Entwicklungsarbeit unserer Stilisten folgt einem langen Weg. Vom ersten Entwurf bis zum fertigen Prototyp. Nach Anfertigung einer 1:1 Zeichnung und der geometrischen Bestimmung der Außenhaut sowie der inneren Maße wird aus Holz und Kunststoff ein Formmodell zur Beurteilung der Sitz- und Sichtverhältnisse gefertigt. Ein Modell also, in das man einsteigen kann, das die gesamte Innenausstattung enthält, das mit Türen und Scheiben und Rädern versehen ist. Ein kleines V-Modell ist schon einige Zeit vorher gefertigt worden. Damit werden auch die ersten Versuche im Windkanal durchgeführt. Später wird am großen Modell überprüft, ob die am Kleinmodell gemessenen aerodynamischen Werte übereinstimmen. Wir prüfen vor allem, ob die umströmende Luft den Konturen überall gut folgt oder ob sich Wirbel bilden, die auf die Fahrleistung ungünstig einwirken. Wenn die Form des neuen Wagentyps allen technischen Erfordernissen entspricht, gilt es, dem eleganten Kleid des Wagens Glanz zu verleihen. Einen Glanz, der dauerhaft ist, der allen Einflüssen des Fahrbetriebs trotzt. Auch das erfordert unzählige Versuche und Prüfungen. Unsere Lackchemiker haben eine ganze Reihe Versuchsmethoden entwickelt, um die Qualität unserer Lacke zu erproben. Sorgfältig wird die Viskosität des Lackes eingestellt, um einen möglichst hohen Glanzgrad und eine möglichst glatte Lackoberfläche zu erreichen. Ein automatisch geführter Spritzversuch dient der Beurteilung des erreichten Glanzgrades. Er zeigt das Verlaufvermögen des Lackes und seine Deckkraft. Trotz aller Qualitätsmerkmale ist aber der Lackfilm allein nicht stark genug, dem Aufprall von Splitt und Streugut zu widerstehen. Die gefährdeten Stellen werden deshalb mit einer hochelastischen und abriebfesten Kunststoffschicht geschützt. Auf unseren Freibewitterungsständen prüfen wir die Wetterechtheit unserer Lackoberflächen. Wir untersuchen die Einwirkung von Sonnenlicht und Niederschlägen und prüfen den Korrosionsschutzwert. Alle Metallflächen unserer Karosserien werden nach sorgfältiger Vorbehandlung mit 4 Lackschichten konserviert. Hier wird die Veränderung der Schichtdicke gemessen. Durch Witterungseinflüsse kann sich ein Aufquellen oder Abnehmen der Lackschicht ergeben. Aus diesen Messungen ziehen wir Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklungsarbeit. Der abschließende Korrosionsschutztest ist eine Radikalkur. Um gefährdete Stellen zu entdecken, wird der Versuchswagen im Verlauf der gesamten Fahrerprobung immer wieder durch diese hochaggressive Salzlösung gefahren.
Wir haben geschildert, in welcher Weise die Begriffe Fahrsicherheit, Fahrkomfort und funktionelle Eleganz die Arbeit unserer Entwicklungsabteilungen bestimmen. Der Ausgangspunkt aller unserer Überlegungen blieb dabei noch unerwähnt. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass ein Auto für die Benutzung durch den Menschen gebaut wird. Dass es also in allen Details auch möglichst vollkommen dem Menschen angepasst sein muss. Es soll ihm dienen. Es soll mithelfen, möglichst viele seiner Wünsche perfekt zu erfüllen. So wird es stets die Hauptaufgabe für unsere Konstrukteure bleiben, eines zu vermitteln. Das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit in einem eleganten, starken und komfortabel ausgestatteten Wagen.